Fusion! Ich bin derjenige, der dich vernichten wird. Hey, das ist ja echt Wahnsinn! Opa und Vegeta haben sich in einen echt super starken Kämpfer verwandelt! Es ist keine Verwandlung. Bastard ist eine Fusion. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder nicht? Sag schon, Pan, spürst du auch diese unglaubliche Kraft, die von ihnen ausgeht? Du bist wirklich nicht übel. Ich musste sogar dreimal zuschlagen und trotzdem hast du nur Nasenbluten. Verarsch mich nicht! Na warte! Verstehe, ich war wohl ein bisschen zu schnell für dich. Alles klar, dann nochmal in Zeitlupe. Jetzt reicht's aber! Das ist wirklich unglaublich. Er ist so unfassbar stark. Ja, aber natürlich. Denn immerhin ist er ja die Fusion aus Goku und Vegeta. Opa! Komm, scheiß ihn! Mach ihn alle! Los, worauf wartest du? Das ist doch unmöglich. Wieso ist er so stark? Jetzt habe ich genug! Fass mich nicht! Na schön, ich denke, es ist an der Zeit, die Sache zu beenden und dir etwas zu zeigen. Jetzt 5 Kamehameha auf einmal ab. Glaube kaum, dass danach mehr als eine Staubwolke von dir übrig bleiben wird. Das
Das hier wird selbst für dich zu viel sein. In diesem Energieball ist die ganze gewaltige Power jedes einzelnen Drachen und dessen Dragon Ball gespeichert. Und jetzt ist es endlich soweit, dass du stirbst! Los Leute, geht in Deckung! Small. Und nun ist Schluss. Grüß die Leute im Jenseits von mir. Big Bang! Kamehameha! Es ist vorbei. Aber das kann doch gar nicht sein. Noch bin ich zu mir gewaltig auf die Nerven. Du bekommst halt noch eine volle Packung ab und krepierst dann. Big Bang! Kamehameha! Hey, warte mal. Wir sind ja gar nicht mal miteinander fusioniert, aber müsste die Fusion länger als 10 Minuten halten. Was ist passiert? Die Fusion sollte doch für 30 Minuten halten, oder? Ich hab's jetzt. Wir sind als Super Saiyajin 4 fusioniert gewesen, deshalb wurde schnell mehr Energie verbraucht, sodass die Fusion nur noch 14 Minuten hielt. Hätten wir nicht so einen Quatsch gemacht, dann hätten wir bestimmt gewonnen. Wollen wir wetten? Vollidiot! Hey, warte mal, einen Moment mal, Vegeta. Allein mir die Schuld zu geben, ist total unfair. Verdammt, wir waren so nahe dran. Gerade als der Sieg zum Greifen... Alles klar sein? Schwachsinn! So einfach wirst du es jetzt auch nicht haben. Ganz genau, das wäre ja gelacht. Wir machen dich auch alleine fertig. Das werdet ihr beweisen müssen. Komm zurück, Dragon Balls! Shenlong ist dabei, die Dragon Balls wieder zu absorbieren, um seine vollen Kräfte zurückzubekommen. Doch... Was zur... Wollen wir doch mal sehen, was du ohne den 4-Sterne-Dragon Ball machen wirst. Komm und hol ihn dir doch, wenn du dich traust. こいつは絶対にやんねって言ったろ。くそ。おめえに食われちまうくれえなら、俺が食っちゃう。あのバカ。嘘。
Oh, Vegeta! Kakaroto! Kakaroto! Kidase, hayaku! Gasta-san! Kisama-to wa yatteraren! Umaku ore no powerball o fujita tsumori daro ga, sore de katta to omou na yo! 勘違いするな! Kakaroto ga soko made kangaeteru wake wa nai! やってみたらどうだ? フュージョンとやろう いいんか? 俺たちがフュージョンしちまったらおめえは死ぬんだぞ ベジータ! もう一度フュージョンだ! よし! フュージョン! は! <笑>元の体に戻っちまった。めったな。<笑>おじいちゃんスーパーサイヤ人4が溶けちゃった。<笑>お次は電池切れか。<笑>お前たちはフュージョンにだけ気が入っていて俺の攻撃を食らいすぎたようだ。パワーが足りなくなるのは当然だ。<笑> お前の方も時間の問題だな、ベジータ。なんとフュージョンに失敗。元に戻ってしまった悟空。さあ、今楽にしてやる。楽にしてやるだと? このベジータ様を舐めるなよ。<笑>おめえ大したもんだな。今度ばかりは本当にめっただ。だが俺もそんな簡単にはやらねえぞ。その時悟空のおでこからなんと通信柱が現れた。まさか弱竜になるんじゃないだろうな。 なんだよ、俺の顔ジロジロ見て。なんかついてっか。なんかついてるじゃないだろう。 おじいちゃん! おでこ! おでこ? うわ! なんだ? なんだはこっちのセリフだ! え? なんで? なんで? なんで俺のおでこに通信中が? なんでだよ! でもまあいっか。 おじいちゃんならもう勝手にしたら? うるさい! あの野郎、どういうつもりだ? 舐めやがって! え? さっきの技、派手なばかりでちっとも効いていない! 手抜きやがったんだ! あいつ全然本気じゃない! なんですって? グズグズするな! 一気に型をつけてしまえ、通信論! よし、とどめを刺せ! 悟空をあの世へ葬り去るんだ! わかってる。だが、 あの世に葬られるのは 貴様の! おめえの! <笑>何をする? 離せ、通信論! 一心論! 私はこの一瞬を狙っていたのだ! <笑>引っかかったな! 貴様らグルだったのか? しかしなぜだ? 貴様は確かに俺のマイナスパワーで! 悟空が私を正気に戻してくれ… いいか… 私はお前に復讐するために蘇ったのだ! 私の究極の技を受けてみろ! バーニングフィール! 何? 通信論、こんな技で俺が倒せると思うなよ! <笑>この炎の中からは異心論 お前でも絶対に逃げることはできない! それ、やってみろ! <笑><笑>
私は卑怯にも背後から私を撃ち殺したお前がどうしても許せない。お前を倒すには一瞬の隙を突くしかない。チャンスは一度、そこでお前を油断させるために、悟空と二人で一芝居打ったというわけだ。小賢しい、こんなまやかしなど貴様もろとも吹き飛ばしてやる。やってみろ、お前も一緒に爆発するぞ。何？もう炎の密封状態の中、気候弾など撃ったらエネルギーが膨張しきって、この炎の玉は大爆発を起こす。そうすればさすがにお前も生きてはいまい。試してみるか。ああ、どうした、やりやすいように炎の鎖を解いてやろう。どうだ、自由になっただろう。死ぬ気なのか。バカ、なぜ私がお前なんか。あの何砕け散るのはお前だけだ。覚悟。そう慌てるな、今教えてやる。あの炎の中で起きたこと。貴様、一緒に死ぬ気なのか。バカ。何？まだ死ねねえな。おめえをやっつけるまではな。何者なんだ。おじいちゃん。
戦やめろ。Lügen. Hey, ich habe die Teufelssachen erledigt. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt und werdet nie wieder den gleichen Fehler begehen. Keine Angst. Man spielt nicht mit dem Feuer. Es ist äußerst gefährlich, den Lauf der Dinge verändern zu wollen. Das habe ich verstanden. Kommt nicht wieder vor. Versprochen. Deine Freunde und du, ihr habt die Dragon Balls zu häufig benutzt, um damit eure Probleme zu lösen. Daher werdet ihr sicher einsehen, dass ich euch in Zukunft nicht mehr erlauben werde, sie weiter zu gebrauchen. Die sieben Teufelsdrachen waren nur das Spiegelbild eurer eigenen Fehler. Ich kann nicht zulassen, dass sich das wiederholt. Das verstehe ich, du trägst sie immer in die Verantwortung. Aber würdest du uns in Erinnerung an alte Zeiten deinen allerletzten Wunsch erfüllen? Was für einen Wunsch? Wegen dieser letzten Geschichte sind so viele Menschen ins Jenseits befördert worden, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Es wäre toll, wenn du sie wieder lebendig machen könntest. Bitte, Shenlong, sei so gut und tu uns den Gefallen ein letztes Mal. Und im Austausch dafür kannst du mich ins Jenseits mitnehmen. Was hältst du davon, einverstanden? Danach werden wir dich auch nie wieder um irgendwas bitten, das schwöre ich dir. So sei es denn. Ich werde dir diesen Wunsch erfüllen, aber es ist das letzte Mal. Es wird Zeit, dass wir gehen, Son Goku. Was? Schon? Können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Das geht nicht. Es tut mir leid. Tja, dann muss ich wohl los. Macht's gut. Naja. Hey, Moment mal. Du wirst wieder trainieren, hä? Na egal, da halte ich doch mit. Wart's nur ab. Pass auf meine Familie auf. Macht's gut, Leute! Son Goku, komm zurück! Du könntest mir wenigstens sagen, wo du hinfliegst. Ich bin deine Frau! Ich... Hey, sag mal, Shenlong! Es ist gemütlich hier oben. Macht es dir was aus, wenn ich ein Schläfchen mache?